Das Leben ist kurz und tausende und abertausende PC-Spiele warten darauf, gezockt zu werden. Doch welche lohnen sich wirklich? Nach einer Umfrage in der Redaktion und unter den Usern haben wir eine alphabetische Liste mit den Top 100 PC-Spielen erstellt, die man vor seinem Tod auf jeden Fall mal gespielt haben sollte. Los geht's! Age of Empires. Die Age of Empires-Serie ist legendär und das Highlight der Reihe ist Teil 2. Age of Empires 2, Age of Kings transportiert das Gameplay des ersten Teils in die Zeit zwischen dem Untergang Roms und der Moderne. Wie im Vorgänger müssen wir eine Zivilisation aufbauen, indem wir 4 Ressourcen sammeln und die Voraussetzungen schaffen, um in 4 Stufen vom Mittelalter bis in eine an die Renaissance erinnernde Phase zu gelangen. Dabei müssen wir die Anstrengungen unseres Völkchens geschickt zwischen Aufbau, Upgrades und Militär aufteilen, Ressourcen in den richtigen Verhältnissen scheffeln oder eintauschen und im Kriegsfall das Steinschere-Papier-Prinzip der Einheiten beherrschen, um unsere Gegner von der Karte zu fegen. 13 verschiedene Kulturen stehen dafür zur Verfügung, mit einem Schwerpunkt auf Europa, aber auch einer ganzen Gruppe aus dem ostasiatischen Raum. Jede dieser Kulturen bringt aber ihre eigenen Stärken und Schwächen und spezielle Einheiten mit. Das freie Spiel auf großen Karten wird mit 5 Kampagnen abgerundet, die gleichzeitig auch noch ein bisschen Geschichtswissen über das Mittelalter und die beginnende Neuzeit vermitteln. Diese historischen Lehrstückchen und viele kleine, liebevolle Details wie passende Soundbits für jede der Kulturen sind allerdings nur die Verpackung für ein unglaublich starkes Gameplay. Die einzelnen Bereiche des Spiels greifen sauber ineinander, viele eher unscheinbare Komfortfunktionen räumen mit üblichen Problemen der Echtzeitstrategie auf, indem sie für uns unbeschäftigte Einheiten aufspüren oder Arbeiter zusammenrufen. Die Wegfindung und KI der Einheiten ist vorbildlich und das Interface schön aufgeräumt. Dass es dann für sein Alter auch noch blendend aussieht, macht Age of Empires 2 zu einem Klassiker, der sich bis heute gut spielen lässt, nein, den man gespielt haben muss, wenn man sich auch nur annähernd für das Genre interessiert. Age of Empires 2 mag nicht die hektische Aktivität eines StarCraft bieten oder die größte Einheitenvielfalt, aber es ist wohl mit das rundeste, umfassendste Erlebnis in Sachen Echtzeitstrategie mit einer einmaligen Stimmung. Alone in the Dark. Wer bei Alone in the Dark an Uwe Bolls Filmumsetzung denkt, tut der Marke Unrecht. Der erste Teil der Spielserie begründete Anfang der 90er das Genre der Survival-Horrorspiele. H.P. Lovecrafts düstere Literatur zum Cthulhu-Mythos stellte damals die Inspiration für Alone in the Dark 1 dar. Ursprünglich sollte der Titel von Infogrames sogar als Call of Cthulhu verkauft werden, da die Zusammenarbeit mit den Herausgebern des gleichnamigen Pen-and-Paper-Rollenspiels allerdings platzte, musste man eine Alternative finden. Passend zu dem Horror, der den Wahnsinn in scheinbar normale Situationen einsickern lässt, dreht sich Alone in the Dark um einen Privatdetektiv, der in einer verlassenen Villa eingesperrt wird und dort mit diversen Schreckenskreaturen und Rätseln konfrontiert wird. Alone in the Dark ist aber in erster Linie kein Actionspiel, sondern lebt von seiner Gruselstimmung. Die Präsentation war damals revolutionär. Figuren und Gegenstände aus Polygonen, wenn auch nur sehr wenigen, bewegten sich dreidimensional durch 2D-Hintergründe und die Kameraperspektive veränderte sich je nach Bewegung. Ein Rezept, das auch Resident Evil später übernahm. Sowohl technisch als auch inhaltlich brachte Alone in the Dark also so viel frischen Wind mit, dass man es als Meilenstein einfach mal angezockt haben muss. Einige der Schockmomente ziehen auch heute noch. Teil 2 und 3 der ursprünglichen Trilogie waren dann im Grunde einfach mehr vom selben, die viel späteren weiteren Fortsetzungen hatten dagegen eher wenig mit dem Original zu tun. Die Anno-Reihe. Jedes Spiel aus der Anno-Reihe hat bisher überzeugt. Wir haben uns hier repräsentativ für das Original Anno 1602 entschieden. Es ist ein perfektes Wohlfühlspiel. Auch wenn Militär und Krieg fester Bestandteil des Gameplays sind, liegt der Schwerpunkt doch klar auf dem Aufbau einer Siedlung und ihrer stetigen Verbesserung. Allerdings müssen immer mehr Produktionsketten aufgebaut und erhalten werden, um den finanziellen und kulturellen Aufstieg der eigenen Kolonie in der neuen Welt zu garantieren. Dazu müssen neue Inseln erkundet und besiedelt werden, Frachtschiffe müssen auf Routen geschickt werden, die Anzahl von rohstoffproduzierenden Betrieben und Weiterverarbeitern muss ausgewogen sein und immer wird irgendwo irgendein Gut verlangt, für das man noch Platz für die Produktion finden oder schaffen muss. Ein lange laufendes Spiel von Anno 1602 wird so zu einer Art Jonglage verschiedenster Technologiezweige. So bleiben wir immer beschäftigt in dem Versuch, die nächste Entwicklungsstufe unserer Bürger in die Stadt zu locken und noch schönere Gebäude in der Hauptsiedlung entstehen zu lassen. Dieses ausbalancierte System von Neubau und Perfektionierung bestehender Produktionsketten macht auch den enormen Suchtfaktor des Spiels aus. Eine perfekt laufende Kolonie ist die Belohnung für Planung und schnelle Reaktion, vor allem wenn es gerade in den Anfangsphasen immer mal danach aussieht, als würde nie etwas aus dem kleinen Häufchen sorgfältig platzierter Gebäude werden. Dazu ein toller Soundtrack und überhaupt ein gutes Sounddesign und es gibt wenig zufriedenstellendere Erlebnisse in diesem Genre, als seiner florierenden Kolonie im blauen Karibik-Ozean beim Wuseln zuzuschauen.
Die Nachfolger haben natürlich ebenfalls gute Arbeit geleistet und auch so manche gute Neuerung gebracht, haben aber immer versucht, dieses einmalige Spielgefühl zu kopieren. Deswegen empfehlen wir, zurück zu den Ursprüngen zu gehen und sich auf jeden Fall das Original zu gönnen, damit man weiß, warum sich die Marke durchgesetzt hat. Assassin's Creed-Reihe. Assassin's Creed weist nicht umsonst einige Ähnlichkeiten zu einer anderen Marke von Ubisoft auf, wie das historische Setting und Parkour-Einlagen an Wänden entlang und über Dächer. Ursprünglich sollte der Titel Teil der Prince of Persia-Reihe werden. Allerdings schwebte den Designern eine Story rings um ein Mitglied der später als Assassinenorden bekannt gewordenen Organisation der Hashishin in Persien vor. Dieser neue Held sollte einen echten Prinz von Persien nur beschützen. Ubisoft fand die Idee gut, wollte aber kein Prince of Persia-Spiel ohne den Prinzen als Hauptfigur und machte kurzerhand eine neue Serie daraus. Vermengt mit einer etwas wirren Rahmengeschichte und Pseudowissenschaft mit genetischen Erinnerungen entwickelte sich eine neue Kultmarke. Dabei ist es nicht das etwas hakelige Gameplay, das zwar einige nette Ideen mitbrachte, aber die halsbrecherischen Parkour-Einlagen der klassischen Prince of Persia-Spiele weichspülte, dass Assassin's Creed einen Platz in dieser Liste einbrachte. Auch nicht unbedingt die Story, die ebenso viele Kritiker wie Fans haben dürfte. Es ist die einmalige Stimmung, die die Spiele, jedes einzelne davon, aufbauen. Ihr Soundtrack, ihre Umsetzung historischer Settings, sogar ihre Beleuchtung tragen alle dazu bei, dass sie wie ein Urlaub in einer geschönten Version der Vergangenheit wirken und einen überraschend tief in den Charme des mittelalterlichen fernen Ostens oder des Italiens der Renaissance eintauchen lassen. Somit sind es auch ganz klar die Figuren der Vergangenheit, die Kultstatus erlangt haben und weniger der moderne Protagonist Desmond Miles. Da es keine Tickets in die Vergangenheit unserer Kulturgeschichte gibt, sind die Spiele der Serie wohl die beste Alternative für solche Ausflüge und jeder sollte sich ihre Stimmung mal gegeben haben, ob nun Konstantinopel, Rom, Neuengland oder demnächst in der Karibik. Die Baldur's Gate-Reihe. Ohne Baldur's Gate hätte das Rollenspielgenre nie die Renaissance erlebt, von der wir noch heute profitieren. Das Dungeons & Dragons Rollenspiel von BioWare und Black Isle setzte Standards, auf die wir in keinem Spiel mehr verzichten wollen. Die Story war damals direkt mit dem Metaplot der Forgotten Realms verknüpft. Unser Held, so fanden wir heraus, war ein Nachkomme des ermordeten finsteren Gottes Baal und stand damit auf der Abschussliste diverser Mächtegruppen. Sowohl für Teil 1 als auch für Teil 2 samt jeweiliger Add-on sollte man 100 Stunden Spielzeit mitbringen, weshalb sie zu den Schwergewichten auf unserer Liste gehören. Natürlich sollte man alles davon gespielt haben, um das Gesamterlebnis zu genießen, denn der Charakter lässt sich übernehmen und der Abschluss der Story hängt von diversen Entscheidungen im Spielverlauf ab. Vor allem möchten wir euch dennoch Baldur's Gate 2 ans Herz legen. Am besten natürlich, man erlebt das Gesamtpaket, aber da das Leben kurz ist und es hier darum geht, vor dem Tod noch die wichtigsten Games nachzuholen, reicht auch Schatten von Armen. In diesem Mammut-RPG stimmt einfach alles. Jede noch so kleine Nebenquest, und davon gab es reichlich, war spannend, die Begleiter waren so gut geschrieben, dass sie wie echte Persönlichkeiten wirkten, die Spieltiefe war gigantisch, die Musik episch, der D&D-Wiedererkennungswert enorm und die Atmosphäre perfekt. Baldur's Gate 2 bestimmte, was ein gutes Rollenspiel ausmacht und prägte vermutlich auch den Spielstil vieler Pen-and-Paper-Runden. Egal, was noch kommen mag, Baldur's Gate 2 wird den Genrethron vermutlich nie wieder räumen müssen. Selbst BioWares späterer Geniestreich Dragon Age Origins war im Grunde nur ein Baldur's Gate 2 in 3D. Baphomets Fluch. Baphomets Fluch erzählt eine Story, die auch gut zu Indiana Jones passen würde und mit ziemlicher Sicherheit mehrere Dan Brown-Romane inspiriert hat. Der amerikanische Anwalt George Staubart wird in Paris Zeuge eines Mordes, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und befindet sich bald mitten in einer Jagd durch halb Europa, in der es um Tempelritter, alte Artefakte und Assassinen geht. In diesem Adventure von Charles Cecil geht es nicht darum, bizarre Rätsel zu lösen und wild Gegenstände miteinander zu kombinieren. Es geht vor allem um realistische Rätsel und Spurensuche. George kommt oft erst weiter, wenn er mit den richtigen Personen das richtige Gespräch geführt hat. Das passt hervorragend zum Stil von Baphomets Fluch, der ein wenig an Tim und Struppi erinnert, nur etwas reifer. Der Humor ist zwar kindgerecht, über einige Witze werden aber nur Erwachsene lachen können. Das Spiel lebt zu einem großen Teil von seiner Atmosphäre. Alle Hintergründe könnten an Originalschauplätzen gezeichnet worden sein. Statt Dauermusikberieselung gibt es jeweils passende Hintergrundgeräusche und die Sprecher bringen die ausgezeichneten Dialoge fantastisch rüber. Wer jemals einen Dan Brown-Roman gelesen hat, sollte unbedingt Baphomets Fluch spielen, zumindest den äußerst packenden ersten Teil, die drei Nachfolger konnten da leider nicht mithalten. Immerhin ist der fünfte Teil dank Kickstarter bereits auf dem Weg. Hey, nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner! Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Die Batman-Arkham-Reihe. Beide Batman-Arkham-Titel sind genial.
Teil 1 hatte die weniger hanebüchene Story und die gruseligere Atmosphäre, dafür waren Freiheit und Spieltiefe in Teil 2 besser. Sowohl Arkham Asylum als auch Arkham Origins haben aber gemeint, dass sie ungemein packend sind. Nicht nur die Story lässt einen nicht mehr los, auch die zahllosen Nebenaufgaben im nächtlichen Gotham entwickeln eine ungemeine Sogwirkung. Das simple Rezept? Abwechslung. Ob Batman kämpfen, klettern, springen, gleiten oder Rätsel lösen muss, die Spielelemente sind in perfekter Balance. Dazu kommt natürlich noch die Gotham City-Atmosphäre, getragen durch düstere Bilder und treibende Musik, die die besten Elemente von Danny Elfmans und Hans Zimmers Batman-Themen vereint. Überhaupt gelingt es Rocksteady, das Batman-Feeling besser rüberzubringen als jede andere Umsetzung zuvor. Wer die Comics mag, wird sich in Arkham sofort wohlfühlen. Die Entwickler haben es geschafft, seit langem das erste überzeugende Superheldenspiel abzuliefern. Und wer von uns will nicht Batman sein? Mit diesen Spielen ist es möglich. Multiple targets down. Body count is high. Battle Isle. Battle Isle, ein Erfolgstitel aus Deutschland von den Blue Byte Studios, verband rundenbasierte Strategie mit einer Science-Fiction-Geschichte rings um ein Alien-Volk namens Drull auf dem Planeten Chromos. Allerdings wurde die Geschichte bei Erscheinen 1991 aus technischen Gründen in beiliegenden Romanbänden erzählt. Die Schlachten werden auf Hexfeldkarten ausgetragen, die Anzahl der verschiedenen Einheiten ist übersichtlich, diese sind dafür aber nach einem Steinschere-Papier-Prinzip gut ausbalanciert. Im ersten Spiel sind dann noch Bewegungsphase und Aktionsphase getrennt, sodass präzise Planung noch wichtiger ist. So stellt Battle Isle fast schon eine Art Schach mit futuristischen Truppen dar. Es ist dann die Mischung aus intellektueller Herausforderung, auch wenn die KI noch in ihren Möglichkeiten beschränkt ist, und heute etwas trashig wirkender, liebevoll bearbeiteter Hintergrundwelt, die das Spiel zum Kultklassiker haben werden lassen. Wer wissen will, wovon sich zahlreiche andere Titel des Genres haben inspirieren lassen, kommt um Battle Isle nicht herum und kann sich praktischerweise die ersten drei Titel bei Good Old Games im Paket holen. Die Nachwirkungen des Spiels halten übrigens bis heute an und haben eine Hommage in Form des Projekts Battle Worlds Chronos auf Kickstarter erfolgreich um Finanzierung werben lassen. Und erneut kommt diese rundenbasierte Erfolgsgeschichte aus Deutschland. Battlefield. Mit der Jahrtausendwende wurden Shooter im Zweiten Weltkrieg Mode und brachten einen ordentlichen Anspruch an Realismus mit. Wenige haben sich dabei so hervorgetan wie das schwedische Studio Digital Illusions CE, meistens einfach als DICE abgekürzt. Im Herbst 2002 brachten sie Battlefield 1942 heraus und die Multiplayer-Schlacht mit ihren großen, an historische Situationen angelegten Karten und bis zu 64 Spielern wurden zum Maßstab des Teamspiels. Naheliegenderweise treten wir im Spiel entweder für die Alliierten oder die Achsenmächte an, haben aber auf beiden Seiten dieselben 5 Klassen zur Auswahl, die sich gegenseitig ergänzen. Beeindruckend ist dabei auch der schon zur Verfügung stehende Fuhrpark, der sich ähnlich wie die Waffenauswahl an die historischen Gegebenheiten hält. Mit jedem neuen Battlefield-Spiel entwickelte sich die Serie seitdem weiter. Dabei sind zwar nicht alle Nachfolger gleich auf, aber gerade die in der Moderne spielenden Sequels Battlefield 2 und 3 haben jeweils neue Standards gesetzt. Mit der Refractor 2 Engine gab es 2005 eine Weiterentwicklung von Physik und Beleuchtung. Den größten Sprung machte die Serie jedoch 2011, als die Frostbite 2 Engine noch nie dagewesenen Realismus und in größerem Ausmaß zerstörbare Objekte und Gebäude mit einbrachte. Die knackscharfe, umwerfende Grafik und das ausbalancierte Teamplay machten den Titel zur neuen Messlatte in Sachen Multiplayer-Shooter. Wer also technische Innovation und solides Teamplay sucht, sollte diese Titel auf keinen Fall auslassen. Und den ersten Teil der Serie gibt es seit 2012 sogar kostenlos über Origin. Er ist mit seinen über 10 Jahren gut gealtert. Beneath the Steel Sky. Nach Baphomets Fluch findet sich mit Beneath a Steel Sky ein weiterer Titel auf unserer Liste, für den der Brite Charles Cecil verantwortlich ist. Für Beneath a Steel Sky arbeitete er mit Dave Gibbons zusammen, den die meisten wohl dank seiner Zeichnungen aus den Watchmen-Comics kennen dürften. Das Ergebnis war ein durch Comic-Panels begleitetes Adventure in einer dystopischen Zukunftsversion von Australien, das viele Elemente des Cyberpunk-Genres wie die Verschmelzung von Mensch und Maschine und die Herrschaft von Megakonzernen thematisiert. Praktisch als Gegensatz zu dem düster-futuristischen Stadtsetting, in dem die eigentliche Geschichte spielt, wächst der Held Foster nach einem als Kind überlebten Helikopterabsturz im Outback auf und lernt, mit einfachsten Mitteln zu überleben. Dieses Leben endet jedoch, als Truppen aus einem der riesigen Stadtstaaten der Zukunft die Gruppe töten, die ihn aufgenommen hat und ihn zurück in die Zivilisation bringen. Das Gameplay ist typisch für das Adventure-Genre. Abwechslung kommt jedoch durch den Sidekick von Foster hinein in Form des Roboterbewusstseins Joey, das in unterschiedlichste Körper mit verschiedenen Fähigkeiten transferiert werden kann und einen eigenen, trockenen Humor mit einbringt.
Die von Dave Gibbons gemalten Hintergründe, die nachdenkliche Story und die Mischung aus Ernst und Humor in Dialogen und Erzählungen ergeben ein Gesamtkunstwerk, das die Möglichkeiten des Genres perfekt ausschöpft und das man als anspruchsvolles, aber unterhaltsames Paradebeispiel für Videospielkunst ohne Langeweile auf jeden Fall gespielt haben sollte. This could be the most stupid thing I've ever done.